Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der ruhigen Landschaft im LS22, wo wir immer noch dabei sind, Hafer zu dreschen. Das werden wir jetzt nochmal erledigen. Danach werden wir uns das Stroh zu Leibe führen. Und dann können wir mal überlegen, was wir mit dem Hafer eigentlich machen wollen. Ich hatte mir ja überlegt, dass wir, da wir ja gerade Hafer haben, einfach in die Pferdezucht gehen. Und da wir ja noch zwei, drei Flecken hier frei haben, noch ein paar Felder bzw. Wiesen erstellen. Und uns gehört ja noch ein bisschen mehr Land als nur das eine Feld hier. Das Feld können wir dann noch ein bisschen größer pflügen, damit wir ein bisschen mehr Fläche abarbeiten können. Nach und nach. Erstmal müssen wir den Hafer jetzt reinkriegen. Wenn ich denn hier halbwegs schön und anständig fahren kann. Beziehungsweise dreschen. So langsam brauche ich doch mal einen Traktor und einen Anhänger, damit wir das irgendwie überladen können. Zum Beispiel hier links oben könnte man eine wunderbare Wiese draus machen. Einmal vorher schon abmähen. Schön zu Heuwänden in Ballen pressen. Man das ja pflügen und als Wiese wieder herstellen, so dass man auch notfalls mal einen Helfer drauf lassen kann, dass der auch erkennt, wo die Grenzen sind. Von der Wiese. Und dann hätten wir ja schon das erste Futter sogar für die Pferde. Läuft. Ah, da kam hinten noch mal ein zerklemmter Strohbüschel raus. Also ich denke mal, wir schaffen das diese Folge. Den Hafer runterzukriegen. Denn danach an die Wiesen zu machen. Oder wir lassen das Stroh erstmal liegen und kümmern uns gleich um die Wiese. Und mal gucken. Können wir die beiden Flecken auch noch mitnehmen? Schon mal mit weg. Ja, spann ich aus. Aber jetzt. Muss auch mal reinsetzen. Dürfte ich eigentlich hinkriegen. Hoffe ich. Dass ich hier. Doch, ich lasse ein bisschen was stehen. Haha. Naja, Übung macht den Meister.
jetzt haben wir aber schon 82%. Korntank ist gut gefüllt. Jetzt ist nur noch die Frage, wann wir komplett voll sind. Ja, da habe ich ein bisschen mit stehen gelassen. Am Anfang. Und die Eingewöhnung, hätte ich beinahe gesagt. Und dreschen wir gleich nochmal mit weg. Hier links lasse ich jetzt auch ein bisschen mit stehen. Das liegt aber eher daran, dass mittendurch das Schneifeld nicht breit genug ist. So, das klappt aber. Ja, ich glaube, wir kriegen alles hier in den Korntank. So, hier hätte ich was stehen gelassen. Das kann ja noch mal weg. Hier steht auch noch was. Hier habe ich auch wieder was stehen lassen. Ach Mann. Dann machen wir uns jetzt an die letzte Bahn. Dann können wir überlegen, wie wir weitermachen. Weitermachen wollen. So. Dann kriegen wir die 8000 Liter noch voll. Nee, das wird nichts. Nee, das war nichts. Gut, denn war das das. Hafer ist runter. Ja, den Comic oder den Landi? Nee. Es fehlen sowieso einige Maschinen. Wir könnten jetzt anfangen zu mähen. Die kleinen Bäume hätte ich auch gerne nochmal weg. Kettensäge raus und weggebracht. Oder zumindest beiseite gelegt. Und irgendwo wäre es ja auch ganz super, da wir denn Heu haben, wir haben Stroh. Und ihr wisst ja, dass ich gerne mit Tieren spiele. Wir haben jetzt Hafer und keinen Sokum oder so, sonst hätten wir uns auch gleich Hühner holen können. Ärgerlich, aber egal. Können wir alles anpflanzen. Ja, da gibt's nichts Schönes. Tiere. Diese ganz, ganz kleinen Ställe. Kühe kostet jetzt ein bisschen viel gerade. Pferde sind auch 55. Alter Schwede. Schweine, nee, dafür haben wir zu wenig Früchte. Schafe. Das ist doch super. Schafe könnten wir. Auf jeden Fall. Hier möchte ich noch Hallen hinstellen. Ist jetzt die Frage, wo stellt man jetzt den Stall hin? Das hätte ich ganz gerne noch als Wiese. Was, uns gehört jetzt nur die vier, ne? Land? Ja. Uns gehört jetzt nur die vier. Das ist das.
Also oberhalb der vier, was wir als Wiese machen wollten. Wir gucken uns das mal gegenüber der Straße an. Weil zur Not kommen hier die Tierstelle hin. Hier rechts. Können wir auch mal eben schnell hinfahren. Ob wir da nicht eine schöne Wiese draus machen können. Dann nehmen wir den Landini. So. Der hat sogar schon eine Frontladerkonsole dran. Wir haben bloß noch keinen Frontlader. So. Hier ist noch ein bisschen Wald. Ich fahre einfach mal mit dich rauf. So. Das wäre doch die perfekte Wiese. Mit den einfachsten Geräten abgemäht. Das geht. Das geht. So. Das geht wirklich. Dann würde ich sagen, würde ich die aber auch vorher einmal abmähen wollen. Dann stellen wir aber das Gewicht hier schön hin. So. Ich bin eigentlich kein Fan von diesem Mähwerk, ne? Absolut nicht. Aber da der Modder das jetzt einmal so wunderschön hier bereit zur Verfügung gestellt hat, werden wir das jetzt trotzdem einmal benutzen. Bis es mir auf den Sack geht. So. Einmal angemacht. Und dann mähen wir nochmal hier die Fläche ab, bevor wir hier irgendwelche Hallen oder Tierställe oder irgendwas draufstellen. Dann würde ich sagen, machen wir hier aus der kleinen Fläche Heu und aus der großen Fläche einmal die Lage. Und dann nutzen wir nämlich das, was wir schon haben. Hallo, kannst gerne überholen. Beziehungsweise wir bearbeiten, da hat es aufgehört, die Fläche, die wir schon besitzen. Oder die Flächen, die wir besitzen. Ja, hier kann ich noch mähen. Hier wird schon interessanter. Ja, geht aber alles noch. Noch geht das. Wunderbar. So, dann sind wir einmal so rumgefahren. Dann fahren wir jetzt noch einmal andersrum. So ein Schmetterlingsmähwerk wäre mega cool. Aber da fehlt uns einfach das Geld. Also werden wir uns erst mal mit dem hier begnügen müssen. Ja. Das war. Rechnung schickst du an den Besitzer, mit der Straßenrand. Habe ich mir schon gedacht, dass der hier jetzt da nicht so viel ausspuckt, dann brauche ich da nicht nochmal lang mähen. Aber hier die Bäume. Da könnte man echt mal
Kettensäge. Wo ist die Kettensäge, wenn man sie braucht? Brauchen wir jetzt sowieso wieder. So, machen wir jetzt als allererstes mal die Bäume weg. Liegen wir beiseite, können wir später verkaufen. Die kleinen können wir ja alle noch tragen. So. Passt. Willst du nicht? Doch. Nur wo ist jetzt die Frage? Wir sammeln die hier vorne. Da ist ein guter Platz. Wenn wir die Ecke hier nämlich auch noch abmähen. Und dann können wir die paar Bäume zur Not auch noch mal verkaufen. Na, komm schon. Da bist du ja. Passt. Oder wir machen aus beiden Feldern einmal Silage, dass wir mega viel Geld haben. Und gehen danach erst in die Tiere. Aber ist auch doof. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, was ihr gerne hättet oder möchtet. Ob wir beide aus beiden Wiesen Silage machen wollen. Damit wir dann ein bisschen größeres Startkapital haben. Und uns dann noch ein paar andere Maschinen kaufen können. Oder ob ihr sagt, nö, wir fangen direkt mit Tieren an und machen nur aus der einen Wiese Silage. So, jetzt wird leider der Weg immer weiter. Ja, ein bisschen egal. So ein Holzanhänger wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? Ich glaube, ich mache gleich bei der Hofeinfahrt noch so einen Haufen. Noch kleiner Segen will ich den gar nicht. Wenn er noch kleiner ist, dann ist ja gar nichts mehr von dem da. So. Hier steht noch der Schneidwerkswagen. Ich glaube, wir packen das mal hier hin. Auch dürfte noch gehen. So. Das passt. Na komm. Der will nicht. Jetzt will er. Viele sind es ja nicht mehr. Den auch gleich. Da muss die Natur auch der Landwirtschaft so ein bisschen weichen. So. Einen Ast lasse ich irgendwie immer dran. Ich weiß auch nicht warum. Oder ob die Bäume nur ein bisschen verbuggt sind. Das kann auch sein. Warum kann ich denn nicht? Geht doch. So,
so tief wie möglich. Das Mewik bleibt sowieso dran hängen. Hier will er wieder nicht. Dann wird er gleich wieder den ganzen Baum fällen. Schon wieder ein Ast dran. Na, da. Klappt doch. So. Und den letzten, glaube ich. Oder ist das? Nee, zwei noch. Zwei müssen wir noch. Den ist vorbei. So. Passt. Komm. Den weg. Und den hier. Ja. Wunderbar. Na komm. Hey. Geh doch. Jetzt liegen die doof. Fahr ich doch immer wieder gegen. Kehr mich doch. So. Besser. So, müssen wir nochmal rummähen. Gott sei Dank sind die Wege noch nicht so weit. Ein Fahrrad wäre cool. Müsste ich mir nochmal runterladen. So. Mewik an. Dann mähen wir hier die Ecke noch ein bisschen weiter aus. Zack. Ah, Schneidwerkswagen. Ja, kann so stehen bleiben. Können wir das hier noch ein bisschen weiter ausmähen? Baumstümpfe. So. Dann drehen wir noch einmal ganz fix. Und können dann hier weiter mähen. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob das am Baumstamm lag oder an meiner Fahrweise, dass er da so schlecht gemäht hat. Müssen hier lang. Und dann können wir schön rundherum mindestens schon mal die erste Wiese mähen. Bisschen was kommt ihr hier runter? So, nicht über die Straße. Das schadet bloß den Messern. Ui. So, und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Macht nicht so viel Blödsinn. Und dann sehen wir uns heute Abend nochmal. Zur letzten Folge. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.